Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier von Rising World bei Let's Multiplay. Mit dabei ist wie immer der Fail. Guten Tag. Und auch wie immer dabei der Hidan. Hallo. Sehr schön. Ja, wir haben mittlerweile einen dedizierten Server aufgesetzt. Und an dieser Stelle gleich Expertentipp Nummer 1, wenn ihr den dedizierten Server aufsetzt. Vergesst niemals das Passwort. Ja. 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 Denn das ist besser. Ich hab's vergessen. Und was ist passiert? Unser Server wurde geradet. Oder wir haben auf jeden Fall so einen großen Mittelfinger jetzt hier stehen. Ja. Sieht aus wie ein Mittelfinger. Oder ist es ein, das ist noch das harmloseste. Ja. Ja, also in der Serverkonfiguration steht drin, Passwort gesetzt. Aber auf dem Server selber ist das Passwort irgendwie nicht zu sehen. Und wie gesagt, wir fangen jetzt an, hier ein bisschen unsere schöne Welt zu bauen. Hier dann ist schon eine Mine, die zeige ich auch gleich nochmal, die Mine. Und wir fangen jetzt an mit so ein paar Anfängertipps, habe ich mir überlegt. Das findet der Fail bestimmt auch ganz gut. Ja, können wir gerne machen. Ja. Genau, also wir haben hier verschiedene... Fail, erzähl mal kurz, was für Bänke das hier sind, die wir aufgebaut haben. Das ist die Sägebank hier vorne, wo ich draufstehe für Einrichtungsgegenstände oder Bauelemente. Ja. Hier, das ist die allgemeine Werkbank, wo man Werkbänke, Waffen und so weiter craften kann. Bei dem Amboss findet man Komponenten und Metallteile. Hier, das ist die allgemeine Blockbank für alle Blöcke jeder Art und ja. Cool. Sehr schön. Ja, was machen wir jetzt eigentlich? Also am Anfang ist es natürlich am wichtigsten, dass ihr Holz euch craftet. Und wenn ihr Holz oder Holz abbaut, und wenn ihr Holz habt, könnt ihr hier mit I das Inventar aufmachen. Und im Punkt Crafting findet ihr dann hier diese Rohstoffe zum Beispiel. Da könnt ihr euch Holz oder eben auch Stöcker zusammen craften, eben aus Baumstammstücken. Und mit diesem Holz könnt ihr dann diese Werkbank hier bauen. Das ist richtig Fail, ne? Ja, genau. Das ist richtig. Sehr schön. Aber die verschiedenen Werkbänke macht man aus der Standard-Werkbank. Aber eine Frage habe ich noch. Komm mal bitte zur Blockbank, öffne die und geh mal auf hier diese Ornamentfliesen. Ornamentfliesen, Moment. Ganz unten. Ja. Sag mir mal, welche Fliesen ich fürs Badezimmer finden soll. Die letzten. Die mit der ID 211. Ja, okay, gut. Die finde ich schön. Ja, das Bad zeigen wir auch gleich nochmal. Es gibt hier einen tollen Trick, ähnlich wie bei Minecraft, wobei Minecraft kann das glaube ich nicht. Und zwar gibt es hier die Möglichkeit, mit der rechten Maustaste Blöcke zu setzen. Das ist Minecraft typisch. Es gibt auch die Möglichkeit, die linke Maustaste gedrückt zu halten, dann einfach so zu ziehen. Und auf einmal haben wir jetzt hier mehrere Blöcke gleichzeitig gesetzt. Das ist schon ganz cool. Das heißt, wir können hier so eine Line hier ziehen. Er hat eine Line gezogen. Wobei, bei mir geht das nicht mit dem Ziehen, ne? Linke Maus, Ahnung, wieso. Linke Maus hast du gedrückt halten. Ja, das ist mir schon bewusst, aber das... Und dann laufen. Bei mir geht das nicht. Okay. Nice. Ja, dann fliege ich mal ganz schnell hoch, weil wir haben hier noch keine Leiter dran. Sehr stylisch. Guck mal, ich gehe mal eben hier dann begrüßen. In der Mine. Hier hat übrigens auch dieses wunderbare Bild hier gesetzt. Man kann nämlich auch hier Poster craften, da kann man eigene Bilder vom Desktop quasi hochladen. Und hier dann schon mal uns verewigt. Also jetzt Multiplayer einmal verewigt. Was ich persönlich sehr schön finde. Und weiß auch jeder, wer hier wohnt. Wer hier arbeitet. So, jetzt gucken wir uns mal die Mine von Hidan mal an. Die hier ganz alleine fleißig gebaut hat. So, jetzt kommen wir hier in den Vorraum. Hier stehen ein paar Fässer. Hier ist Hidans Bett. Und hier geht's jetzt runter in die Hölle. Ohne Witz, die Hölle gibt's hier wirklich. Nur sind wir, glaube ich, Hidan, du bist noch nicht so tief vorgestoßen, ne? Nee. Aber du arbeitest dran. So, jetzt gucken wir, wo Hidan sich versteckt. Ah, da unten ist er bestimmt. Gucken wir mal. Wow! Shit! Ich bin runtergefallen. Fuck, er muss einer auch sagen, dass hier tief runter geht. Ja. Das war bei mir gerade eben auch der Fall. Ja, und hier hackt Hidan fleißig Stein. Hallo Hidan. Hallo. Du holst Steine, damit wir oben bauen können, ne? Nö, ich will dich steinigen. Brauchst du dafür so viele Steine? Ja.
Umso mehr, umso besser. Ich fühle schon den Schmerz in mir. Ja, wir haben übrigens auch ein... ähnlich wie bei Minecraft auch, wir haben Hunger und wir haben Durst. Wasser gibt es in diesem Spiel aktuell noch nicht. Was so ein bisschen verwirrend ist, wenn man Durst hat. Klar, wir sehen, Wassermelonen. Ach stimmt, ja, die Wassermelonen. Ich räume eben kurz von meinem Bildschirm weg. Moment. So. Ihr seht nämlich jetzt hier... hier... da... dort befindet sich so ein kleiner Lebensbalken und den füllen wir jetzt, indem wir Wassermelonen essen. Mit der rechten Maustaste. Nicht nur Wassermelonen, das geht auch mit allem möglichen Zeug zu essen. Ja, stimmt. Und mit der Taste F2 können wir fliegen. Wohin muss ich überhaupt fliegen? Ach nee, hä? Wo ist denn hier der Ausgang? Doch, F2 ist fliegen, ja. Ja, ich suche gerade den Ausgang hier. Wohl bemerkt kein Game Mode wie in Minecraft, ne? Sondern das nur fliegen. Also man hat dann keine Items unendlich, ne? Ist ja bei Minecraft der Fall, dann hast du ja, stimmt, Items wir sind, unendlich. Wir sind nicht im Kreativmodus. Wo ist denn jetzt der Ausgang von der blöden Höhle? Hä? Ach da! So. Nicht blöde Höhle, sondern... geile Hidan-Höhle. Geile Hidan-Höhle. Hidans Liebeshöhle. Der Lust. Der Lust. Ja, nee, also Game Mode, wir haben jetzt hier keine Cheats oder irgendwas, sondern wir machen das alles wirklich... in Handarbeit. Man kann überm Feuer, was man hier sehen, hat Showtech schon mal einen kleinen Grill gecraftet. Kann man auch Essen zubereiten, also Essen braten quasi. Und das funktioniert auch ganz gut. Und das Essen wird auch, also kann auch schon verbrennen. Selbst in dieser frühen Phase vom Spiel gibt es die Möglichkeit, dass Essen hier verbrennt. Was ich persönlich gut finde. So, und wir gehen jetzt hier ins Crafting-Menü rein und wir haben jetzt hier die die Blockbank und dort können wir uns jetzt hier ein paar, wo haben wir es denn, Pflastersteine craften. Wir haben jetzt hier die mit der ID 39 verwenden jetzt für unseren Boden hier und dann können wir maximal 64-fach stacken das Ganze. Jetzt machen wir nochmal 53 weitere, so. Aber es wird dunkel. Ich muss ja sagen, ich finde es schade, dass es nur 64er Stacks gibt, weil für das Spiel, also wenn du die Größe der Blöcke siehst, sind 64 doch relativ wenig zum Bauen. Ja, oder? Das stimmt. Das stimmt. So, wir haben hier unseren kleinen Garten, den werde ich jetzt schon mal mit Steinen hier umranden. Ups. So. Damit wir einfach mal ein schönes Beet hier auch haben. Damit da keiner aus Versehen reintrampelt, so ein Florian oder so. Ja. Für sowas bin ich ja prädestiniert. Ja, das ist wohl wahr. Oder Passwörter auf Servern vergessen. Ja. Das Passwort war gesetzt. Ich hab's irgendwie, war es noch nicht aktiviert. So, und was planen wir hier eigentlich? Das sollten wir vielleicht auch nochmal erwähnen. Warte, dann gehe ich auch schnell mal raus. Was, du gehst raus? Ja, ich war gerade das Badezimmer bauen. Also, ach stimmt, das Haus wollte ich auch nochmal zeigen. Whee. Ja, hier ist? Also hier kommt später eine Terrasse hin, das wollte ich nur schon mal abgrenzen, damit ich das nicht vergesse. Mit Grillplatz und halt Aussicht auf Marktplatz und so weiter und was da nicht noch alles zukommt. Ne? Sehr schön. So, hier, das ist im Moment der Eingang. Ich habe mir hier so eine geile Bodenbeleuchtung ausgedacht. Hier ist extra eine Glasscheibe drüber, die man nicht sieht. Ach so. Ah. Ja, geil, ja, ne? Aber ich falle da durch so ein bisschen. Ja, ich weiß, die ist nicht hoch genug gesetzt, aber hier ist nichts. Hier kannst du anhalten. Wieso bin ich durchgefallen? Hallo, Hilfe! 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 Vielleicht ist... drück F2 und... vielleicht ist da... Hast du die Glasscheibe kaputt gemacht? Ich bin einfach zu fett. Das kann gut sein, dass die Glasscheibe kaputt gegangen ist. Ja, und hier kommt jetzt das Badezimmer rein. Ah, gerade am cool. Aushöhlen. Ja, ich will hier so ein bisschen räumliche Trennung, ein bisschen Absenkung, wo vielleicht eventuell irgendwann mal ein Duschkopf hinkommen könnte oder so in etwa. Nice, nice. Heißt, ne? Ja, das klingt doch schon echt, das klingt doch fantastisch. Und das Wohnzimmer, da müssen wir nochmal schauen, wegen, ob man nicht irgendwie grüne Erde bekommen kann. Grüne Erde?
Genau, ich habe da so ein bisschen was vor, was Okay. Wohnzimmer angeht. Ja. Das ist schon mal nicht verkehrt. Ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel das. Gucken wir mal, ob wir grüne Erde finden. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe irgendwelche Setzlinge gefunden, also wenn ihr zum Beispiel Bäume fällt oder Pflanzen findet, zeige ich nachher auch nochmal, und Setzlinge habt, dann könnt ihr mit der rechten Maus die Setzlinge irgendwo platzieren. Sieht ja auch so eine kleine Vorschau, so ein Blueprint. Also ein White Print, je nachdem, wie man es gerne hier bezeichnen möchte. Ihr könnt ihr mit der rechten Maustaste einfach platzieren und dann wachsen die hier lustig vor sich hin. Hier wachsen die einzigen Tomaten auf dieser Welt, die hoffentlich auch irgendwann nochmal reif sind, wenn wir sie ernten können. Wobei, einzige Tomate ist vielleicht gelogen, aber es sind zumindest die Tomaten, die uns am Leben halten sollen. Es ist also, wäre also schön, wenn die keiner kaputt schlachtet. Ja, dann fliegen wir noch ein bisschen weiter. Wir finden hier zum Beispiel auf der Welt auch Wassermelonen, die aktuell noch nicht anpflanzbar sind. Wenn man die in der Hand hält und denkt so, oh, die möchte ich jetzt gerne essen, dann hält man die Dann rechte Maustaste gedrückt. Schön. zerschneidet man die nämlich und dann bekommt man Genau. 8 kleine Stücke. Genau, die man dann genüsslich mit der rechten Maustaste und einem lauten Schmatzen verspeisen Ja, kann. habe ich Melonen dabei? Ah, nee, gerade nicht. Dann zeige ich das gleich mal. Stimmt, der Fail lädt die Videos, die aus seiner Sicht auch auf seinem Kanal nochmal hoch. Das heißt, ihr könnt da auch nochmal Genau. vorbeischauen. Und Let's Multiplay auf seinem Kanal könnt ihr auch vorbeischauen. Finde ich Müsst geil. aber nicht. Müsst ihr aber nicht. Ich bin eh cooler, von daher. Spaß. Ich bin der Heiße von uns beiden. Oh, das hast du Boah. jetzt nicht gesagt. Nein. Ey, du hast gesagt, du bist der Coolere. Ja, okay. Da kann ich ja nur der Heißere sein, ne? Ja, irgendwo muss man. Man kann ja nicht alles haben, wa? Nee, das stimmt. So, jetzt wollte ich aber ganz kurz mal gucken, ob wir irgendwo Tiere finden. Oder ob Showtek die schon alle ausgelöscht hat. Ich höre nämlich eine Kuh. Ja, ich auch. Und diese Die ganze Kuh. Zeit vor hier in der Da ist ein Schwein. Höhle. Das Schwein werden sie nicht mehr schlachten. Der Schwein hat viele tolle Sachen dabei, die wir essen können. Dazu nehme ich meine Streitaxt hier in die Hand und schlachte das Schwein. So, um das Schwein auszunehmen, brauchen wir ein Jagdmesser. Inventar, klicken wir mit der linken Maustaste an und sehen, ah, es hat Bacon dabei. Sehr schön. Jetzt frage ich mich aber, wie Showtech vorhin die anderen Sachen bekommen hat. Der Schulter gerne mich von mich Sparris dabei gehabt. Ich denke, das ist so eine Kuh-Tütte, oder? Naja, schauen wir mal. Also auf jeden Fall haben wir jetzt Bacon mit. Das ist schon mal ganz cool. Da zeige ich euch gleich mal, wie man den Bacon gleich nochmal grillt. Oh, hier ist ein Fuchs. What Oh. does the fuck say? Ring, ding, 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 ding. Oh. Der Fuchs ist hinüber. Der war aber, musste notgeschlachtet werden. Denn er ist hier einfach. Der ist hier nämlich einfach in die Höhle reingefallen und wäre hier nie wieder rausgekommen. Deswegen haben wir ihn erlöst. Ja. So, was haben wir noch hier Schönes? Ja, die Welt ist riesengroß, wird immer random generiert. Das kann man auch mal mit dazu sagen. Vom Server geflogen. Jetzt hat Fail das Spiel verlassen. Auch nett. Gibt's doch nicht. Muss er nachjoinen jetzt gerade. Und ja, das ist so das, was wir jetzt hier schon mal ausgehoben haben. Bis auf den Mittelfinger hier. Ich meine Mittelfinger. What the fuck? Was? Was ist denn jetzt kaputt? Okay. Okay. Ja. Ja, es war gerade der Fall, dass ich bin auf den Server gekommen, habe die Blockbank aufgemacht und dann Anzahl der Steine, die man produzieren will, ist dann einfach mal hochgerast wie noch was. Deswegen. Auch nicht schlecht. Obwohl ich nichts gedrückt hatte. Kleiner Cheater hier. Ja, genau. So, jetzt würde mich ja interessieren, wie es aussieht, wenn ich das Feuer. Aber das kann man. Ich glaube, wir müssen das Feuer nochmal neu setzen nachher. Weil. Das steht jetzt da so ein bisschen komisch in der Gegend rum. So, wenn wir jetzt Sachen auf den Grill packen wollen, dann ziehen wir uns hier ins Inventar rein. Und sehen jetzt hier, wenn wir es jetzt in der Hand und wenn wir es drüber halten, können wir es hier platzieren. So zum Beispiel. Heißt das nicht Aktionsleiste? Ja, oder ins Inventar, Aktionsleiste. So, jetzt sehen wir hier, der. Bacon wird jetzt hier auf dem Grill quasi zubereitet. Obwohl ich sagen muss, die Entwickler sind ja jetzt nicht vegetarierfreundlich, ne? Nur Tomaten, Melonen. Ja, ich Das stimmt wird auf dafür. Dauer auch langweilig. Ja.
Das stimmt, dafür jede Menge Fleisch. Und was ganz wichtig ist, das müsst ihr auch unbedingt immer beachten, das Fleisch kann auf dem Grill auch verbrennen. Das heißt also, wenn ihr es nicht im Auge behaltet, kann es sehr schnell passieren, dass es einfach mal schwarz ist. Schwarz wie die Nacht und dann verkohlt ist. Das heißt, im Normalfall ist es nachher am Ende so, dass ihr halt dann den Bacon sozusagen als schön röstig und knusprig seht. Was bei Showtech vorhin nicht der Fall war. Muss man dazu sagen, Showtech hat nämlich, war nämlich mal kurz weg und hat gesagt, bei mir ist er noch roh. Und dann meinte ich so, bei mir ist er verbrannt. Er so, okay. Das war ein bisschen sehr merkwürdig. Was haben wir hier noch in der Kiste drin? Das so, das war Fail. Ja, das war ein großer Fail. Falls ihr Hunger haben solltet, in der einen Kiste hier vorne, sind noch jede Menge Wassermelonen drin. Ja, die hatte ich geholt. Okay. Sehr schön. Habe ich nicht gesehen. So, jetzt warten wir, bis das alles durch ist. Hidan, hast du noch Steine in der Mine unten? Ja. Kann ich mir welche abholen? Ich weiß nicht, ob du es kannst. Darf ich mir welche abholen? Kann ich ja schlecht aufhalten. Doch, könntest du schon. Ja, das war eine weitere Folge von Rising World hier auf Let's Multiplay. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst da unten gerne einen Kommentar da. Falls ihr es nicht getan habt, abonniert uns sehr, sehr gerne. Und nicht vergessen, das Video schön liken. Bis zum nächsten Mal, sagt Let's Multiplay.